Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Katze nach wie vor Haustier Nummer 1 und Rock Classics 2024 die Höhepunkte. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es war ein feuchter Tag und alle Allergiker konnten heute mal etwas aufatmen. Herzlich willkommen Ihnen zu einer neuen Sendung. Es gibt wohl kaum Menschen, die sich nicht für Tiere begeistern können. Gerade im Frühling kommen in Zoos und Tierparks wieder viele Jungtiere zur Welt, die niedlich anzusehen sind. Bei vielen von uns sind auch Haustiere beheimatet. Sei es nun das Meerschweinchen, der Kanarienvogel oder ein Hund. Irgendwie sind sie alle Familienmitglieder. Und nach wie vor erfreuen sich auch Katzen großer Beliebtheit. Wie groß da die Bandbreite an verschiedenen Rassen ist, das hat zum wiederholten Male die Rassekatzenschau am vergangenen Wochenende in der Muldentalhalle in Wilkau-Haslau gezeigt. Veranstalter ist hier der Verein Mösener Samtpfötchen, der in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen begeht. Wir haben uns am Sonntag einmal auf den Weg gemacht. Nachdem wir schon mal die ersten Prachtexemplare gesehen hatten, sind wir mit der Vereinsvorsitzenden ins Gespräch gekommen. Wir waren ja schon viele Jahre dabei hier in der Muldentalhalle, wenn die zweitägige Schau stattfindet. Zurückschauend auf die beiden Tage, wie war es denn diesmal? Sehr schön, sehr gut, gut besucht, sehr disziplinierte Aussteller, muss ich sagen. Also wir können bisher nicht meckern. Wo kommen denn die Aussteller überall her? Die Aussteller kommen aus Sachsen. Viele sind bei uns Vereinsmitglied, aber es kommen auch aus Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin, sogar aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann kommen bei uns Aussteller her. Und aus Bayern natürlich, die darf man nicht vergessen. Neben Hunden gibt es ja ganz viele Menschen, die eben Katzen lieben. Nimmt das zu? Wie würden Sie das so einschätzen? Ja, wenn man so die Statistiken lesen darf oder lesen kann, dann sind die Katzen doch nach wie vor an erster Stelle. Und wir haben einen Trend zu verzeichnen, dass die Katzenliebhaber jetzt eher von den Langhaarkatzen zu den Kurzhaarkatzen umschwenken. Also es gibt sehr viele Kurzhaarkatzen jetzt. Stellt sich bei mir jetzt die Frage, wie viele Rassen gibt es denn überhaupt oder welche Rassen kommen denn in erster Linie hierher? Also wir haben hier zur Ausstellung 23 verschiedene Katzenrassen. Wie viel es jetzt insgesamt gibt, kann ich nicht sagen. Also das entzieht sich meiner Kenntnis, aber wie gesagt, es ist sehr vielfältig. Früher war es so, dass wir meistens die britisch Kurzhaar hatten, die Perserkatzen hatten, vielleicht mal noch ein paar norwegische Waldkatzen. Aber jetzt ist es wirklich so, dass die Kurzhaarkatzen, die schlanken Kurzhaarkatzen, die Nacktkatzen, die Bengal, die Aussie Cat, dass das immer mehr wird. Also. Nun sind ja hier auch viele Gäste da, die vielleicht noch keine Katze zu Hause haben. Und wir kennen das ja, Kinder ningeln auch, guck mal, die süße Katze. Was würden Sie diesen Menschen an die Hand geben in puncto Verantwortung? Also ich sage mal, ein Kind kann nie entscheiden, ich möchte eine Katze haben. Das muss dann ganz im Rahmen der Familie, die Entscheidung muss ganz im Rahmen der Familie fallen. Und dann muss man sehen, eine Katze kann fast 20 Jahre alt werden. Und für diese 20 Jahre hat man die Verantwortung für ein Leben. Das ist bei den meisten, ist es wie ein Familienmitglied. Und man muss damit rechnen, dass irgendwann eine Katze krank wird. Man muss zum Tierarzt gehen, man muss sie impfen lassen. Es ist natürlich ohne finanzielle Sache. Es ist nicht wie, wenn man jetzt sich einen Wellensittich oder einen Hase kauft, der relativ kurz lebt und nur vom Futter und so nicht so teuer ist. Aber natürlich kann man mit einem Wellensittich oder mit einem Hase nicht so schmusen, wie man mit einer Katze schmusen kann. Ne? Das ist, ja, und dann muss man, wenn man sich dazu entschließt, sich eine Katze zuzulegen, muss es Liebe auf den ersten Blick sein, beiderseitig. Also ich kann jetzt zum Züchter hingehen und sagen, ich möchte eine Katze und die Katze reißt ständig vor mir aus, dann braucht man die Katze nicht zu nehmen. Ne? Dann haben wir uns einmal umgeschaut und haben einige Aussteller an ihren Ständen besucht. Das ist eine Maine Coon,
Das ist der große, also das ist der Weltchampion Probez Emmet. Der ist jetzt 7,5 Jahre alt, wiegt ungefähr 8,5 Kilo, ist seit Geburt in meinem Besitz, also ist bei mir geboren, ja, unter Stolz meiner Zucht. Ich wollte gerade fragen, Sie züchten? Ich bin Züchter, genau. Er ist ein potenter Zuchtkater. Ist jetzt, da er schon alles gewonnen hat, was er gewinnen kann als Weltchampion. Also es gibt nichts Höheres an Titeln. Dadurch geht er jetzt nur noch als Showkatze mit, um die Besucher einfach zu begeistern. Ihnen alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Danke. Mein Name ist Thomas Probst. Ich züchte Selkirk Rex. Und das ist die Frau Dürschinger, die züchtet Maine Coon. Die Maine Coon ist die größte Waldkatze, die wir momentan züchten. Hier haben wir ein wunderschönes Tier in Black Silver Shaded. Bei der muss alles kantig sein, die Schnauze kantig, kantiger Körperbau, hochgestellte Ohren mit schönen Pinseln. Ist eine amerikanische Waldkatze und kommt heute noch angeblich in Maine so vor und ist das Nationaltier von Maine in den USA. Jetzt haben wir hier irgendwas Lockiges. Und hier haben wir was Lockiges. Rex heißt immer gelockte Katze. Hier haben wir eine Selkirk-Rex, das ist die jüngste Rex-Katze, die wir eigentlich züchten. Bei denen ist wirklich das Fell gelockt, gewellt. Die Schnurrhaare sind gewellt. Selbst im Innenohr ist alles gewellt. Sieht etwas aus wie ein Brite. Wurde auch mit Briten eingekreuzt und Berser. Deswegen haben die so einen offenen Look mit großen Augen. Sie leben das, die Liebe zum Katzen, stimmt's? Erstens lebe ich das. Ich habe selber einen Verein und bin hier zur Jubiläumsschau von den Mülzner extra aus dem Vogtland angekommen und ich bin Zuchtrichter. Dankeschön. Eine Neva Mascarade. Sie gehört zu den sibirischen Waldkatzen. Die hat eben auch diese blauen Augen, diese schön und hat diese Point-Zeichnung und deswegen hat sie einen eigenen Rassennamen. Halt die Neva Mascarade, dann hört den Namen schon, das Maskengesicht, ne? Genau. Ne, das sind die Pfoten sind etwas dunkler, der Schwanz ist dunkler, ne? Und eben vorne das schöne Gesicht. Ist eine in Blue, ein Mädchen. Sie leben die Monate, ja, ja, ja. Genau. Das ist Morpheus von Logo Boubire. Das ist der Papa von der kleinen Nida, die Sie eben gesehen haben. Aber Neva Mascarade. Sie sind eine tolle Gemeinschaft hier mit Ihren Katzen, das merke ich, ne? Ja. Danke, ja, es macht uns auch viel Spaß. Es ist ein Hobby. Es ist schön, wenn man seine Punkte bekommt. Man trifft die Leute und man hat sich einen schönen Tag gemacht. Genau. Danke. Hobby, der verbindet. Ja, bis jetzt haben wir alles große, wuschelige Katzen gehabt und jetzt sind wir hier zu Ihnen gekommen und Sie haben Nacktkatzen. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuschauern erstmal vor. Ja, mein Name ist Gabi Rübbe. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, habe früher Siamkatzen gezüchtet, war in diesem Zusammenhang mal auf einer Ausstellung in Österreich und habe da dann das erste Mal gehört, Nacktkatze. Und ich glaube, mein Gesichtsausdruck war damals auch der, den ich eben gerade hatte. Und ich bin eben zu dem jungen Mann gegangen, ein Schweizer, der hatte mir einen Kater gezeigt, den er selber aus den Vereinigten Staaten geholt hat. Und als ich den vorsichtig angefasst hatte, da war es dann passiert und ich hatte mich in die Rasse verliebt. Das ist einfach, was man nicht sofort merkt, sie sind im Wesen deutlich anders, als es meine Siams waren. Wesentlich anhänglicher, verschmuster. Und was man eben sofort hat, das ist ein ganz eigentümliches Gefühl. Das ist Samt, das ist Pfirsich, das ist ganz weich alles. Und dann kommt dazu die Bezeichnung Nacktkatzen, die völlig verkehrt ist, weil diese Katzen haben genauso Fell wie alle anderen, aber deutlich kürzeres. Sie haben einleitend schon im Vorgespräch was zu uns gesagt, dass es nicht so ist, dass praktisch diese Nacktkatzen Allergikerkatzen sind. Nein, sind sie nicht, weil diese Allergien, auf die wir Menschen reagieren, teilweise ja sehr übel, werden nicht durch das Fell ausgelöst, sondern durch den Talg. Wir Menschen haben ja auch teilweise fettige Haut, fettige Haare. Das ist eine Säugetiereigenschaft, wir wollen uns vor Regen schützen. Die Katzen machen das genauso, die fetten ihren Körper also regelmäßig ein und putzen aber zeitgleich diesen überschüssigen Talg wieder raus aus dem Fell. Zum Putzen benutzen sie ihren eigenen Speichel, der enthält ein Enzym, das zwar den Talg auflöst, aber dieses Enzym, diese Eiweißverbindung löst die allergischen Reaktionen aus, die ja teilweise lebensbedrohlich werden können. Also wer Katzen liebt, aber allergisch ist, Finger weg von den Sphinxen. Ich habe jetzt erst vor kurzem Informationen
Informationen erhalten, es soll eine Rasse geben, die in Einzelfällen für Allergiker verträglich ist, wo der Speichel dieses Enzym nicht enthält. Das wären sibirische Katzen, aber auch da würde ich jedem Halter in Spee empfehlen, lasst euch erst untersuchen, lasst die Katzenhaare genau untersuchen, ehe ihr euch entscheidet. Es ist immer schade, wenn man solchen Tieren zu Hause geben will und letzten Endes, man wird krank, das Tier im Tierheim, da ist keinem mitgeholfen und am allerwenigsten den Katzen. Jetzt möchte ich aber eins, wenn ich darf, ich würde mal fühlen, wie sich so eine Katze anfühlt. Können wir machen. Ich habe hier also, es gibt insgesamt 3 Grundrassen Sphinx. Die eine ist allerdings durch die Kreuzung entstanden, das ist die Peterbald, mit der kann ich leider noch nicht dienen. Meine Peterbald-Katze ist noch in Arbeit. Ich hoffe, ich kriege es in diesem Jahr noch. Peterbalds sind also eine Kreuzung aus dem Don-Sphinx und eine orientalische Kurzhaarkatze. Don-Sphinx ist er hier, das ist der Karet, das ist unser großer Junge, der ist etwas über 2 Jahre alt. Die Unterscheidung für den Laien ist relativ einfach, wenn man mal genauer die Köpfe anguckt. Der Don-Sphinx hat also eigentlich von hier an der Seitenkante lang zu den Ohren hoch eine Dreiecksform, eine Keilform. Und diese Keilform auch hier in der Nasenlinie. Der Canadian, zeige ich Ihnen auch gleich noch, ist da anders. Beim Karat sieht man schon erst ein roter, weil er zeigt überall seine schönen roten Haare. Und Sie sehen, hier ist Fell drauf, hier ist Fell drauf. Und nun urteilen Sie. Wie fässt er sich an? Wirklich wie ein Pfirsich. Unglaublich. Wie ein Pfirsich, schön warm. Schön warm, genau. Unser Karat hat aufgrund seines Wesens jetzt noch was angefangen, in einem kleinen Rahmen allerdings. Meine Enkelin arbeitet in einer Altenpflegeeinrichtung und Karat geht einmal im Monat an einem Wochenende als Therapiekatze hin. Super. Bespaßt die alten Herrschaften, sie können mit ihm spielen, mit einer Spielangel oder so. Viel wichtiger ist aber für die meisten von Ihnen, die ja nun kein Tier mehr haben, nochmal einen Kontakt zu einer Katze zu haben. Und da er vom Wesen her so sehr unproblematisch ist, ist das auch relativ leicht zu handeln. Die Tochter war mit, die hat gesagt, Mutti, die hat sich benommen, als ob er dafür ausgebildet ist. Das hier ist jetzt ein Canadian Sphinx, darf mitzukommen mal. Babynator. He? Und hier ist der Unterschied in der Kopfform eben zu sehen. Seine Ohrspitzen zeigen gerade nach oben. Die Kante ist gerade und er hat hier ein bisschen eine Stupsnase. Um den Gästen mehr Hintergrundinformationen zur Spezies Katze zu vermitteln, gab es bei der 2-tägigen Schau neben Auszeichnungen auch ein Rahmenprogramm. Für alle Katzenliebhaber war dieses Event ganz sicher wieder interessant. Dann bestimmt auf ein neues im Jahr 2025. Aufgrund einer internen Veranstaltung bleibt die Agentur für Arbeit an ihren Standorten in Zwickau, Hohenstein-Ernsthal und Werdau am Donnerstag, dem 14. März diesen Jahres, ganztägig geschlossen. Arbeitslosmeldungen, die an diesem Tag erforderlich wären, müssen zwingend am 15. März nachgeholt werden. Rechtliche Nachteile ergeben sich dann daraus nicht. Für Anfragen können die kostenlosen Servicerufnummern genutzt werden. Werbung. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Yeah.
Eigentlich könnte ich diese Übung auch zu Hause machen, aber an den Geräten ist es viel effektiver. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Seit Jahren begeistert Rock Classics das Publikum an der Göllstahlbrücke in Netzschkau. Rock Classics, das ist Rock und Philharmonie im Einklang. Dieses Konzept hat sich bestens bewährt und so wird es auch in diesem Jahr fortgeführt. Was Sie im Detail am Pfingstsamstag, dem 18. Mai, erleben können, das erfahren Sie jetzt. Squo, rocking all over the world! Falls Sie noch nie bei Rock Classics an der Göllstahlbrücke waren, so sieht das aus und so hört es sich an. Stimmung ist quasi garantiert. So oder so ähnlich wird es auch zu Pfingsten 2024 sein. In einer Pressekonferenz in der Ketzelsmühle gleich neben der Göllstahlbrücke wurden die Medien über das aktuelle Programm informiert. Ja, wir freuen uns natürlich dieses Jahr sehr, dass wir mit Dan Lukas den ersten Sieger von The Voice of Germany Senior wieder mit dabei haben. Er gastiert bereits zum zweiten Mal nach 2019 hier in Netzschkau. Mit Julia Neigel haben wir erstmals eine richtig gute Rocksängerin mit dabei und auch beide werden ein Duett geben. Und wir haben Jasmin Graf wieder mit von der Partie. Sie wird auch gemeinsam mit Stefan Fraß moderieren. Zwei klassische Stimmen sind diesmal erstmals an der Brücke im Programm mit dabei. Also von Rock, Pop, Classics, die Welthits der letzten Jahrzehnte. Das Publikum kann sich da wirklich auf einen rockigen musikalischen Abend freuen. Ich fange mal an mit einem Stück, das Sie bestimmt alle kennen. Beginnen wird der Abend mit einem ganz besonderen Stück. Gehört haben wir es sicher schon alle, aber von wem es stammt, das konnte zumindest in der Pressekonferenz niemand beantworten. Es hat mich bei diesem Intro bei Palladio inspiriert, dass der walisische Komponist Karl Czernkiel vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Ich mag seine Musik sehr und Palladio ist ja bekanntermaßen ein großer Architekt des 16. Jahrhunderts gewesen, der sich wiederum inspirieren lassen hat von den römischen Bauten. Und unsere Göllstahlbrücke mutet ja auch so ein bisschen wie ein römischer Bau an. Und insofern passt das, denke ich, sehr schön in dieses Event Rock Classics als Eröffnungsstück. Und ich werde es bearbeiten für großes Orchester, für Band und so weiter. Und dann glaube ich, ist das der richtige Opener. Stefan Fraß freut sich sehr über Julia Neigel. Ich verfolge die künstlerische Arbeit und auch das Einmischen in gesellschaftliche Dinge von Julia Neigel schon sehr lange. Habe sie im vergangenen Sommer getroffen und war sehr angetan von ihr. Habe ihr von dem Projekt Rock Classics an der Göllstahlbrücke erzählt und sie war sofort begeistert und sagte, da würde ich gerne mitmachen, wenn das funktioniert. Und dann haben wir uns auf Titel geeinigt und auf gewisse andere Sachen. Und nun freue ich mich sehr, dass sie erstmals an der Göllstahlbrücke auftreten wird mit den anderen Sängern. Zusammen mit Dan Lukas, mit Jasmin Graf und mit unseren beiden klassischen Sängern Annika Riou und Victor Campus Leal. Was Julia Neigel noch vor sich hat, kennt Dan Lukas schon. Dieses fast unbeschreibliche Gefühl, bei Rock Classics auf der Bühne zu stehen. Super, ich weiß noch genau, dass es ein riesen Event war, dass da wirklich ganz, ganz viele Leute waren, dass es ein riesen Erfolg war und dass es am Ende sehr kalt war. Und ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es dann so kalt werden könnte am Abend. Aber diesmal weiß ich Bescheid, auch im Mai können die Nächte oder die Abende ziemlich kühl werden, gerade hier so im Tal. Aber ansonsten kann ich mich sehr gut erinnern, dass es eine tolle Veranstaltung war.
Es stimmt, im Mai kann es noch frisch werden. Deshalb beginnt die Veranstaltung heuer eine halbe Stunde früher. Ja, der Einlass zur Classics ist um 17.30 Uhr, Beginn erstmals um 19.30 Uhr anstatt 20 Uhr wie die Jahre zuvor. Ja, das hat ein paar witterungsbedingte Gründe und deswegen an alle Ticketinhaber, Gäste von Rock Classics, das Programm geht 30 Minuten eher los um 19.30 Uhr. Wie sieht es mit den Karten aus? Karten gibt es noch zu kaufen bei Rock Classics. Auch hier läuft der Vorverkauf relativ gut, richtig gut. Wir haben auch schon über 2000 Karten verkauft. Die Sitzplätze sind fast ausverkauft. Also jeder, der sitzen möchte und Rock Classics erleben möchte, sollte sich jetzt sputen, noch Karten zu kaufen. Ansonsten gibt es natürlich auch die beliebten Stehplätze links und rechts neben der großen Bühne. Auch eine Abendkasse. Und ja, wir erwarten wieder knapp 5000 Besucher zu Rock Classics. Und somit sind wir auch das größte Open Air hier im Vogtland. Am Abend zuvor gibt es noch ein Open Air. Comedian Olaf Schubert gastiert in seiner Heimat. Ja, Olaf Schubert ist ja gebürtiger Blauener Vogtländer. Er kommt so ein Stück weit zurück in die Heimat. Hier erstmals an die Göltschallbrücke am 17. Mai, an dem Freitag, einen Tag vor Rock Classics. Und der Vorverkauf läuft auch sehr gut. Es sind schon mehr als 2000 Karten verkauft worden. Wir haben 3000 Sitzplätze, die wir anbieten können. Und ja, also ich bin schon auf seinen Humor sehr gespannt. Und ich denke, mit Olaf Schubert und Rock Classics an beiden Tagen hier in Netschkau haben wir wieder eine Extraklasse an Veranstaltungen aufgefahren. Zwei solche Events auf die Beine zu stellen, ist ohne Sponsoren nicht möglich. Zwei langjährige Partner waren zur Pressekonferenz mitvertreten. Zum einen Annette Redmer von der Sparkasse Vogtland und Lars Lange, Geschäftsführer der Stadtwerke Reichenbach. Auch bei der Pressekonferenz bekundete er seine persönliche Begeisterung für Rock Classics mit dieser Einlage. Lars Lange freut sich. Riesig! Nee, ist ja immer ein totales geiles Act, sage ich auch jedes Mal. In den 6 Jahren, wo wir schon dabei sind als Präsentator oder 3 Jahre Präsentator, egal, wir sind dabei und werden es auch immer sein, weil das ist total genial, das Projekt. Und ich freue mich auch, dass so viele Gäste dann wieder in unser Vogtland kommen und das Event erleben mit tollen Künstlern und natürlich im Hintergrund unsere schönste Brücke der Welt. Stadtwerke-Kunden haben beim Kartenkauf einen Vorteil. Unsere Kunden haben den Bonusvorteil von 30%, den wir ihnen anbieten als Treuebonus. Auch schon viele Jahre, dass wir das tun dürfen und können. Und gerne, kauft Tickets, kommt zu uns ins Kundenbüro und fordert sie ein. Na dann, 2 tolle Abende an der Göltschtalbrücke in Netschkau. Da haben Sie die Qual der Wahl. Oder Sie kommen einfach zu beiden Events. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Das Verfolgerduell des VfB Empor Glauchau gegen den SC Borea Dresden am vergangenen Sonntagnachmittag in Glauchau blieb ohne Sieger. Beide Teams begannen schwungvoll und bereits in den ersten Minuten mussten beide Torhüter auf dem Posten sein. Aber dennoch konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit keine Tore verzeichnen. Nach der Pause starteten die Teams wieder gut ins Spiel. Nach wenigen Minuten konnte Borea Dresden in Führung gehen. Der Druck der Hausherren nahm merklich zu, aber die Gäste wollten den Vorsprung über die Zeit bringen. In den letzten 10 Minuten war es ein Auf und Ab für alle, die dem VfB Empor Glauchau die Daumen drückten. In der 82. Minute konnte Albustin mit seinem ersten Saisontreffer den Ausgleich für Glauchau erzielen. Nur 2 Minuten später folgte die Führung für den VfB durch Jonas Mack.
Leider konnten die Gäste durch einen Freistoß kurz vor dem Ende der Partie wieder zum 2:2 ausgleichen. Damit gingen die Mannschaften mit einem Unentschieden vom Platz. Für den VfB Empor-Glauchau geht es erst am 17. März weiter. Dann treffen sie auf den Radefelder SV 90. Werbung. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Wenn man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens dreimal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem verregneten Dienstag gibt es morgen einen kleinen Lichtblick. Bei Tageshöchstwerten knapp oberhalb der 10-Grad-Marke starten wir mit einem Sonne-Wolken-Mix in den Tag. Später ziehen sich die Wolken zusammen. Mit Niederschlägen ist aber eher nicht zu rechnen. Bei ähnlichen Werten kommt der Donnerstag recht freundlich daher. Wir dürfen uns auf Sonnenschein freuen. Im Tagesverlauf ziehen nur harmlose Wolken ins Sendegebiet. Der Freitag beschert uns dann wieder einen Hauch von Frühling. Bei angenehmen Werten um die 10 Grad scheint den ganzen Tag über die Sonne. Den Samstag verbringen Sie am besten im Freien. Sonne satt und Spitzenwerte von 12 Grad. Das sind die Aussichten. Das war der Dienstag bei TV Westsachsen. Wir hoffen, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, tschüss, schönen Abend. Machen Sie es gut.